Schibirobo erkundet unsere Heimat. Welt 4 ist Europa. Okay, die Heimat von ungefähr 99% von euch. Bis bald. Alles klar. Würde ich mal schätzen, oder? Gibt's irgendjemand, der seine Heimat... Naja, es gibt bestimmt Leute, die aus den USA stammen und jetzt in Deutschland wohnen. Ach, keine Ahnung. Aber die meisten dürften wohl aus Europa stammen. Hoffe, das ist richtig so. Wie heißt der Level? Stürmen die Burg? Chibi-Robo, was für eine Burg? Ist er jetzt wirklich nähe Darmstadt? Burg Frankenstein, ja? Alter, ein Trampolin. Lol. Und Flammenwerfer. Ich fühle mich gleich wieder wie ein Mario Maker. Ein kleines bisschen, ja. Da geht's rein. Ich möchte aber weiter nach rechts laufen. Darf aber nicht. Lol. Was ist das denn jetzt? Hä? Okay. Na gut, eine Burg ist was anderes. Eine kleine alte Trümmerruine. Und hier ist auch noch was versteckt. Ich treffe nur nicht. Wer hat mein Zielwasser gesehen? Na dann. Steig empor. Mich würde es interessieren. Obwohl, wir haben bestimmt jetzt auch ein Innen drin und kommen dann später draußen wieder raus. Kann das sein? So ist es. Oder zumindest die andere Seite. Ist es eher eine Mauer statt eine Burg? Ist hier wirklich nichts? Doch. Dann gehe ich doch lieber erst rechts lang. Ich habe keine Ahnung. Zu viele Wege sind ungesund für mein Gemüt. Hier ist ein Checkpoint. Ich habe keinen Peil. Jetzt gehe ich doch wieder links, weil ich glaube, dass es rechts weitergeht. Ist jetzt ein bisschen fail, dass ich die Checkpoint-Fahne aktiviert habe. Hä? Alles klar, verstehe. Da muss man von irgendwo anders wieder herkommen. Scheint ein komplexer Level zu sein. Warum nicht? I love it. Müssen wir mal Lucky Lucky machen. Also bislang sind die Level in Chibi-Robo Simulator ziemlich linear. Habe ich nichts dagegen. Ich mag auch lineare Level, nicht wahr? Oh, oh, Burns! Egal. Möglicherweise ist unten was, aber... Ich glaube, das wird nicht so bahnbrechend sein. Jetzt mein Powerwurf doch viel zu kurz, ey. Da steht nur 100. Wahrscheinlich brauchen wir 100 Zentimeter. Gibt jetzt schon wieder so viel, an das wir hier denken müssen. Unglaublich. Gegner besiegen. Könnte helfen. Ja, mit dem Schinken. Das kriegst du wohl hin, oder? Der hat es kurzzeitig auf seinem Deckel gehabt. Was ja wirklich ein Deckel ist. Nicht nur umgangssprachlich. Der hat ja wirklich einen Deckel. Du Dackel. Und hier hätten wir... Süßkram Deluxe. High 8 Chocolate. Also das ist wie eine 8 geformt und darin kann man die wie Tabletten rausknipsen. Sachen gibt's. Die gibt's gar nicht. So. Okay. Achte mal drauf. Powerwurf. Wir kommen immer weiter. Brauchen eh die 100. Ja, ist die Burg wirklich viereckig, ja? Das wäre interessant zu wissen. Checkpoint. Na gut, warum nicht? Aber bislang ist es, gefällt mir ganz gut. Ich denke mal, das wird nicht sehr verwirrend sein hier. Sondern selbst erklärend, wir gehen ja bislang den richtigen Weg. So, nimm alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Okay. Jetzt trotzdem mal so hochprofessionell. So. Muss noch nicht mal aufladen. Hab nur 7 verloren. Hab ja noch einen Ersatzakku, den ich irgendwie bislang nicht brauche. Naja, irgendwann werde ich ihn brauchen. Ist jetzt die Frage, wenn ich hier runterfalle, dann falle ich doch nur auf die untere Ebene. Und nicht in den Tod, oder? Herausfordern möchte ich es dann trotzdem nicht. Jabona! Plus 10. Oh, ich habe meine 100 voll. 100 voll, das ist wundervoll. Müsste ich nur dahin zurückgelangen, ne? Ich
weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie... Ich drehe mich ja im Kreis. Ich müsste ja bald wieder da sein, an für sich. Nein, wird das noch nichts? Dann halt nicht. Ich lasse es auch mal ganz, weil... Obwohl, komm. Sei keine doofe Gans, lass es nicht ganz. Sonst bist du ganz bescheuert. Ganz und gar nicht. Wieder ein Checkpoint. Ah, wir sind wieder hier. Das trifft sich. Das ist gut. So schließt sich der Kreis. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ra-ta-ta-zong. Ganz kurz gucken, dass hier nichts ist. So, bin ich jetzt wieder vorne, ja? Supi! Ob es Leute gibt, die das nicht checken? Kann ja sein. Leute gibt's, die gibt's gar nicht. So, da unten wäre auch was. Diesmal schaffe ich es, ohne angekokelt zu werden. So. Und hoch. Mit 100. Locker. Aha. Noch irgendwas Spannendes hier? Spielspaß und Spannung, nein. Dann lass ich's bleiben. Türenallüren 2.0. Damit kommen wir wieder raus zu dem Gebiet, was wir schon mal kurz in diesem epischen Kameraschwenk gesehen haben, würde ich sagen. Oh Mann! Die Burg macht mich fertig wie ein Reddish. So, oh, wir brauchen 200. Aber geil gemacht an für sich. Ich gehe jetzt wieder mal den Weg und hoffe, dass wir einfach nur einmal drum rumlaufen müssen. Was? Was? Der tötet uns instant? Was für ein unangenehmer Zeitgenosse. Und hallo, Tri. Bleib jetzt mal auf dem Boden der Tatsachen, mehr oder weniger. Dachte ich mir schon fast, dass wieder so ein Spacko kommt. Alles klar. Keine Ahnung, wo die eigentlich herkommen. Ich hätte jetzt irgendwie so eine Art Station erwartet, aber nope. Eine sehr fortschrittliche Burg, wenn ich das so sagen darf. Ja, also es ist nicht verwirrend, es ist einfach nur sehr sinnvoll und schön gemacht. Ehrlich. Sage ich doch, dass das Spiel immer weiter an Fahrt aufnimmt. Das war von Welt 1 auf 2 so, von 2 auf 3 und von 3 auf 4 wieder. Schwieriger? Nicht wirklich. Einfach nur besser und schöner, finde ich jetzt bislang. In allen Belangen. Aufladen ist eine gute Sache. Dass der eine mich zweimal gekillt hat, war halt doof. Oh, da sehe ich gerade was. Also wieder durch die Feuersbrunst. Hier, Papierknäuel. Aber was erwartet uns noch? Nur die Münze. Ist jetzt auch kein so wahnsinniges Versteck gewesen. Habe ich Verständnis dafür. Alter. So. Mhm. So kann sich das sehen lassen. Ziemlich viele Checkpoints, fast schon zu viele. Was geht eigentlich mit euch? Und hier. Oh, muss man wirklich Kerzen gerade machen. Hm, Kerzen gerade bringt's wohl nicht so wirklich. Yay! Es sind nur Münzen. Aber wer die Münzen nicht ehrt, ist den Chibi-Knirps nicht wert. Oh, ich habe schon 205. Ich sehe es ja auf dem unteren Bildschirm immer. Damit könnte ich theoretisch zurückkehren. Und da, wo 200 stand, mich hochfriemeln. Was habe ich hier noch? Tschüss, Mann. Ja, doch, doch, doch. Oder was meint ihr zu der Burg? Das ist jetzt nicht wirklich eine Burg. Wir haben in Mario Games schon ganz andere Burgen gesehen, ne? Wobei die hier in Chibi-Robo teils eher eine Burg ist als
wie in den Mario Games. Chibi-Knirps und Bonus-Level. Gleich zwei Sachen waren hier versteckt. War doch fast klar. War doch fast klar. Trampolin-Action. Na denn. Das muss ich schon hinkriegen, sonst sehe ich hier vor schwarz. Aber das Zeitlimit ist großzügig genug, Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung. Wir haben es geschafft. Habt ihr es gerafft? Oh yeah! Schatztruhen vor der Win. Tschubu, tschubu, bada! Tschubba! Tschubba? Tschubba! Tschubba, tschubba. Tschubba, tschubs. Wenn es wirklich Chupa-Chups kommen, dann drehe ich durch. Karamell? Du hast einen Snack gefunden? Kabatsch-Taro? Kabak-Taro? Japanese One? Lass es dir schmecken, Chibi-Robo. Eigentlich eher die Person, der ich dann später eines Tages mal geben werde. Wenn ich doch wieder die Braut, die sich traut, sowas zu trauen. Fail. Hä? Moment. Kannst auch anders machen. Wieder auch anders. Ein Powerwurf ist lang genug. Okay, und als Belohnung? Ich glaube, das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir gucken mal hier noch. Ist zwar noch was, aber ich kann mich nirgendwo festhalten. Vielleicht ist es auch nichts. So, der Block ist also nicht nur zur Zierde da. Ohne den wäre es zumindest ziemlich schwierig, da hochzukommen. Irgendwie ging das bestimmt. Döde, döde. Richtiger Ohrwurm. So. Viel mehr geht da nicht. Obwohl, 300 kann man auch machen. Nicht, dass sie jetzt da wirklich ankommen und wollen noch 300 haben. So, komm, so gerade wie möglich. Yeah! Da ein Chibi-Knirps. Wie komme ich an den denn ran? Ich darf ihn mal wieder nicht verletzen. Der geht ja immer instant kaputt. Das war irgendwie auch knapp. Ja, ich will halt aufpassen, ne? Na also. Na du? Springaffe? Eingesackt. Sonst ist hier ja nichts mehr, ne? Ja, machen die jetzt innen drin noch eine dritte Party? Ich schätze mal nicht. Weil 300 ist echt das Maximum und das wollen sie, glaube ich. Das wäre nicht der Schwierigkeitsgrad entsprechend. Zum Teufel sind wir denn jetzt? Die Burg habe ich mir echt anders vorgestellt. Aber irgendwo muss es ja Richtung Ziel gehen. Das Ziel sieht ja immer so ein bisschen maschinell aus. So. Aufzug? Alles klar? Alles cool? Gediegen? Fein, fein, fein. Da ist das Ziel. Manchmal haben die das Ziel echt an unmöglichen Stellen. Direkt den Checkpoint. Den eben. Relativ vor dem Ziel. So, unbedingt das goldene UFO. Das wäre echt Knorke, wenn wir das bekommen könnten. Rätsel ab. Das ist kein Rätsel. Aber ob ich es schaffe, ist ja auch die andere Frage. Ta-ta-ta-ta! Wollte eigentlich noch warten, bis die unteren wieder nach rechts abdönern, aber Chibi-Robo macht den Breakdance beim Feuerwerk. Okay, Breakdance war was anderes. Na denn. Sammelpreis für Snacks. Wir haben doch ein bisschen was gefunden. Damit kann ich leben. Bin gespannt. Hat ist ja recht ungewöhnlich. Auch in der letzten Welt gab es ja immer mal wieder Innovationslevel. Gab man das Surfen, gab man das U-Boot. Und in der vierten Welt bislang nicht so in der Form. 4.1 und 4.2 waren beide recht normale Level. Vielleicht wird 4.3 ja etwas Besonderes.
mir ist alles recht. Ich mein's ja nur. Ich mein's ja nur. Also ich hoffe, dass wir überhaupt nach 4-3 kommen. Aber das muss schon mit dem Teufel zugehen. Wenn das hier nicht eine 1 wäre. Fein. Besser geht's kaum. Also mehr in der Mitte geht ja eigentlich gar nicht. Zwischen den beiden. Zwischen den 4 Einsen. Alles klar. Hauen wir direkt rein, ja. 2 Level in einem Part, so ist es gedacht. Ob wir es für immer so durchhalten können, ist eine andere Frage. Ist Europa wirklich nur aus Wald und Burg bestehend? Ich habe ein falsches Bild von Europa gehabt. Die sehen uns ja wie Kanada. Europa. Verdammt wenig von den Aliens zu sehen an für sich, ne? Die paar Dinger, die wir da immer sehen. Weil eigentlich sind wir ja aus der Mission zur Erde gereist, dass wir die Aliens in die Pfanne hauen wollen. Bäume im Zwielicht klingt auch nicht wie so ein Innovationslevel. Ich meine, ist mir doch wurscht. Ich nehme alles. Aber wollt's anmerken. Was gibt's hier? Ich erreich's noch nicht. Könnte was Geiles sein. Muss aber nicht. Okay, gibt den abgebissenen Apfel her. Liegt mal im Wald rum. Mit dem Stuff hier. Kann ich das da vorne hier reinziehen? Powerwurf schon bei 105. Da war echt nichts. Ist das euer Ernst? So, auf die Art und Weise gebe ich ein bisschen Gummi. Ah, schon wieder so eine Plattform. Weiter höher geht's nicht. Na denn. Will nicht wissen, was man damit noch anstellen kann. Hallo, Chibi-Knirps. Tschüss, Chibi-Knirps. Runterfallen lassen will ich mich jetzt auch nicht unbedingt. Das reicht schon. Nice one. Nice, nice, nice. Weiter nach rechts gehen, bevor es durch die Tür geht. Wie es aussieht, wartet da ein Bonuslevel. Vielleicht nur ein Goodie, aber es könnte auch ein Bonuslevel sein. Das ist ein Bonuslevel. Gucken wir mal. Alle Chips. Total überraschend. Ja. War schon gedacht. Egal, den schaffst du so. Wollte ich nur haben. Ach, wisst ihr was? Na gut, ich mach's, wie es gedacht ist. Okay. Aber wenn ich nicht alle bekomme, dürfte mich böse sein, ey. Oh, die Zeit! Das war mal knapp. Ich hätte es vielleicht doch eher so machen sollen, einfach mit dem Powerwurf. Dann wäre wenigstens was dabei gewesen, wisst ihr. So. Ich glaube, das haben sie so nicht berücksichtigt. Aber macht nichts. Und hier gibt es nun einen Lutscher. Ah, die Chupa Chups. Hab ich doch dem letzten noch von Chupa Chups erzählt. Da hätten wir sie. Endlich mal ein Snack, wo ich weiß, wie er schmeckt. Chupa Chups, ja. Standard-Lutscher, würde ich sagen. Ne? Was soll ein Lutscher noch besser machen? Ich mag das aber nicht mit Kaugummi drin oder so. Das sind, glaube ich, Chupa Chups mit Kaugummi, ne? Die mag ich nicht so sehr. Lieber ein bisschen Standard bleiben. Ja, ist so. So, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh, nee, die sind gepanzert komplett. Die gehen nicht down. Also ein Ärger aber auch. Dafür ihr sterbt. Europäische Panzer. Raupen, Dinger, Gedöns. So stehen sie auch im Brockhaus. Ah, wieder einer, den ich auf keinen Fall umbringen will. Chibi-Knirps Nummer 2. Die sind ein bisschen fetter. Oh, ich muss mich viel beeilen.
Hau lieber ab. Mach's ja erstmal so kaputt. Ah, da oben scheint was zu sein. Das ist sehr verlockend. Nein, ich muss weg. Ich habe einen dringenden Termin plötzlich. Probieren wir es gerade nochmal. So will ich das sehen. Feine Klappe. Formidabel. Hier denkt jemand mit. Das ist doch zu bekommen, oder? Echt kaum der Rede wert ohne Flachs. Oh nein, es will jemand wieder Snacks haben. Der will Chupa Chups. Natürlich will er das. Was denn sonst? Aber wer ist es? Nach einem Flugzeug, einem Affen, kommt nun er, ein Nussknacker. Der irgendwie Französisch redet. Tolle Wurst. Ich kann kein Französisch. Chibi-Robo fällt! Nein! Chibi-Robo! Ich bin bestürzt. Da beiße ich zu, wie es nun mal meine Fasson ist. Und wen beißt meine Beißer da? Den berühmten Chibi-Robo! Das muss Herzflatter meinerseits gewesen sein. Ob solcher Prominenz. Sag, Verehrtester, war es ein guter Biss mit Passion und Temperament? Fürwahr, das bisschen war keineswegs deinem Niveau gebührlich. Habe Ehre, Biskewitz mein Name, Biskewitz von Kieferhart. Du hast dich gerade mein Etüden erwischt, meinem Nussknacktraining. Ich will nämlich mal für ein Ballett vortanzen, in dem auch ein Nussknacker vorkommt. Ein ganz unbekanntes Indie-Stück, aber ich bräuchte da etwas Hilfe. Wärst du so gut und brächtest mir den japanischen Snack Hi-A-Chocolate? Habe ich. Vielen Dank, Chibi-Robo. Na denn? Sag doch, hast du den Snack dabei, um den ich dich bat? Ja, hab ich. Bitte, mein Freund, betöre mich mit dem japanischen Snack Hi-A-Chocolate. Dann. Wo ist denn das? Ach, gleich. Da ist die 8. Dann. Guten Appetit. Lass es dir schmecken. High-Aid-Chocolate überreicht. Ein kurioses Packwerk. Gleich eine Brille geradezu. Welch gewagtes Accessoire. Ich für meinen Teil gewande mich ja eher dezent. Meine geliebte Uniform ist alles, was ich brauche. Manche sagen, das sei bloß eine Ausflucht von mir. Immerhin seien diese Kleider ja auf mich draufgemalt. Doch Pustekuchen, schließlich kann ich mich jederzeit neu lackieren lassen. Als weißer Schwan, als Zinnsoldat. War ehrlich, du und ich, wir haben es gut, jeder Rolle gewachsen. Und das zum Preise einer Lackdose mit Pinsel. Was ist? Ich danke dir von holzendem Herzen, Chibi-Robo. Auf dass mich dieser Snack bis in alle Ewigkeit inspirieren möge. Ich finde jetzt die Beschreibung dieses Snacks im Snackalbum aus dem Chibi-PC. Verzeih meine forsche Frage, doch dürfte ich dich um einen weiteren Gefallen bitten. Er will Hitchis. So, was mir so in den Sinn gekommen ist. Hitchis, ups. Hitchis von der Firma, Hitchler, ja. Lass sie das nach Europa packen. Habe ich mir eigentlich denken können, ne? Hitchis, ja. Von Hitchler. Bestimmt in Deutschland gefunden. Klar, Europa. Ja, also. Auch wenn das eine mit dem anderen natürlich nichts zu tun hat. Außen knackig, innen zart. Knackig ist es gewöhnlich mein Spezialgebiet. Zumindest wenn es wörtlich gemeint ist. Wenn es jedoch um knackige Rätsel, Matheaufgaben und dergleichen geht, helfen mir auch meine Beißer nicht. Mein alter Schulmeister schimpfte mich gar einen Holzkopf, als ich eins im Bruchrechner kläglich versagte. Was natürlich nicht stimmte, mein Schädel ist hohl und nicht aus Massivholz. So viel Etikette muss sein. Okay. Ich danke von hölzernem Herzen, Chibi-Robo. Auf dass mich dieser Snack bis in alle Ewigkeit inspirieren möge. Jo. Er will noch eins. Mal sehen, ob wir auch den dritten Snack haben, den er haben möchte. So wie wir auch schon die eine Brautfolge gefressen haben. Ja, was denn? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, tut mir leid. Haben wir ihn dabei?
Chupa Chups. Da sind sie. Na dann. Du bist ja Nussknacker, du musst ja nicht auf deinen Karies und so achten. Zuckerwerte, Leberwerte. Oha, ein Lutscher, zweifelsohne eine schlaue Erfindung, wenn auch nicht ganz nach Biskenwitzart. Malmen, Mangeln, das können meine Kiefer sehr wohl. Doch locken kann ich an der Leckerei nicht lecken. Doch dafür bleiben mir schmerzhafte Bisse auf der eigenen Zunge erspart. Mit meinen Kiefern zermahle ich den Lutscher zu feinem Staub und genieße ihn auf diese Art. Wobei ich in den meisten Fällen das Stäbchen eigentlich mitmale. Nun ja, das zwingt eben die Not. Mein Dank für diese Gabe, guter Freund. Wenn du mal was zum Zerkleinern brauchst, so frag mich. Ich danke dir von hölzernem Herzen, Chibi-Robo, dass mich dieser Snack bis in alle Ewigkeit inspirieren möge. Da sammeln wir die Happy Points. Noch was? Sollte sich in meinem Kopf noch ein Wunsch manifestieren, wirst du ihn als Erster erfahren. Das denke ich auch. Anscheinend will jeder nur 3 Snacks. Ja, schön, dass wir das geklärt haben, Biskewitz. So. Na dann, gehen wir jetzt mal. Übrigens, was mich verwundert. Ich verrate euch mal was. Charakter Biskewitz, von dem hörte ich bereits. Ich glaube schon, dass es das erste Spiel ist, wo er auftritt, aber... wenn man Spiele vor Release von Nintendo bekommt, hat man bestimmte Vorgaben, meistens. Und auch Chibi-Robo Siblech hat natürlich Vorgaben gehabt. Ich konnte es ja vor Release zeigen, 30 Minuten. Unter der Voraussetzung, dass ich nicht die vierte Welt zeige und auch den Charakter Biskewitz nicht auslasse. Nicht zeigen darf. Der war geheim. Ich habe jetzt gedacht, er wäre was richtig Besonderes, ein spielbarer Charakter oder so, aber... Weiß nicht. Vielleicht werden die ja alle spielbare Charaktere, wenn man all ihre Wünsche erfüllt. Oh, was habe ich denn jetzt? Habe ich einen Fehler gemacht? Du kommst erstmal her. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Vielleicht musste man das irgendwie erst anders machen. Ich fürchte schon. Ich fürchte, mit dieser Münze habe ich mir selbst ins Bein geschossen. Hätte man erst rüber schwingen sollen und dann das da oben runter lassen. Naja, was soll's. Nobody's perfect. Mein Name ist Nobody. Da oben ist noch was. Nee? Dann nicht. Dachte ich echt die ganze Zeit, was ist Biskewitz für ein Charakter? Es ist ein Nussknacker. Und was für ein Bekloppte. Ja, nicht, dass man am Ende wirklich mit allen spielen kann, ne? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir vielleicht bei Zeit nochmal durchlesen, aber... Glaub fast nicht. Ich meine, wo kommen wir denn da hin, so einen Affe zu spielen und... Ja, wie soll man so einen Nussknacker spielen? Ich glaube, ich durfte den einfach nicht verraten. Und das war alles. Alter, was geht mit euch ab? Mach den lieber so gleich... Ah, nee. Das ist natürlich doof. So kann man das anstellen. Aber das war irgendwie knapp. Das war eine Special Situation. Autsch. Gar nicht mal so einfach, Freunde der Nacht. Der Spruch passt jetzt auch wenigstens mit dem Sichelmond im Hintergrund. Sehr schön. So, ich habe die 30 Minuten gerade voll, ne? Ich mache eigentlich ungern die Parts so lang. 20 Minuten ist ja so ein bisschen die Ideallinie, an die sich Let's Plays halten sollten, könnten. Finde ich nämlich auch. Aber ich will natürlich den Level beenden. Wäre noch schöner. Aber hektisch zu werden bringt einem hier gar nichts. Oh, das war echt knapp. Wir müssen das schon mit Geduld und Spucke angehen. Ach du Schande, was ist jetzt los? Mach das Ding schnell auf und dann weg hier. Oh, eine zweite Süßigkeit. Pucho. Die sehen aus wie Mauam. Kleine Mauam, diese Dinger, die sind auch so komisch geformt. Ja, was jetzt?
Natürlich, es wollte sich nicht manifestieren, ist klar. Jedenfalls habe ich... Ich gucke trotzdem nochmal. Muss sein, ne? Die Süßigkeit habe ich. Jetzt muss ich nur noch da oben hin. Oh, die Energie. Ich muss echt aufpassen. Ihr seht es ja, 313. Das Auto von Donald Duck. 312. So, los. Gut. Jo, das riecht nach dem Ziel. Wird auch höchste Zeit, würde ich sagen. Ist inzwischen nicht mehr so einfach, zwei vollwertige, krasse, große Level in ein paar zu packen. Aber was halt diesmal gefehlt hat, ich sag's immer wieder, ist halt irgendwas anderes. Ja, so wie Surfen oder dieses Ballon-Level hatten wir oder... Ah, fast. Oder wie das Ballon-Level. Ich mach mal so. Wird wohl nichts. Nehmen wir lieber gleich den silbernen. U-Boot etc. Irgendwie hatten wir das in diesem Part nicht, sondern zwei große 2D-Jump'n'Run-Level ist in Ordnung. Umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir im nächsten Part eines dieser Innovationslevel haben werden. Und Boss gab es heute auch nicht. Alle Chibi-Knirpse haben wir gefunden. Deswegen gibt es mal einen großen Part und ich würde mich freuen, wenn es dafür einen Daumen hoch gibt, weil ihr freut euch ja immer wieder über lange Parts. Die Wahl hatte ich jetzt nicht wirklich, aber trotzdem hat es vielleicht trotzdem einen Daumen hoch verdient. Ich würde mich jedenfalls sehr drüber freuen. Guck noch ganz kurz wegen dem Roulette. Aber das dürfte wohl hinzukriegen sein, dass wir nach 4-4 können im nächsten Part. Haben Europa also jetzt zur Hälfte erkundet, das ist doch was. Ah, ein bisschen schwierig. Aber ich bin guter Dinge, wir haben schon so lange alles richtig gemacht und immer die 1 getroffen. Damit wir die Level schön in der richtigen Reihenfolge erleben können. Warum also auch nicht diesmal? Sieht gut aus! Mua. Exquisit! Mehr gibt's nicht zu berichten. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Im nächsten Part gibt's 4-4, also bis dann und ciao!